Und damit willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute wieder Schlacht um Mittelerde 1 mit dem Ederin Mod. Und heute kein, ja, was heißt normales Video, also kein Gefecht oder keine Kampagne, sondern nur ein kurzes, ja, How-to-Video. Ihr werdet es am Titel wahrscheinlich schon erkannt haben. Und zwar geht es heute hier um, wie man sich hier mehrere Saurons auf einmal holen kann. Und wie man seine Angriffsanimation abusen kann. Und ich würde sagen, wir legen erst einmal direkt los. Also das ist jetzt kein... Also das ist hier ganz normal nur der Ederin-Mod. Ihr braucht hier nicht noch irgendwelche zusätzlichen Downloads oder so. Das ist kein... Ja, kein Glitch, kein Hack. Das ist ein Bug. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass es ein Bug ist. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass das gewollt ist. Also ihr müsst halt nur sicher gehen. Ja, dass hier natürlich in den Fähigkeiten den Ringfund hier, dass ihr diese 10er Fähigkeit, das ist eine passive, dass ihr die freigeschalten habt. Ansonsten funktioniert das natürlich nicht. Also ihr braucht natürlich diesen Spell hier. So. Und dann schaltet das natürlich Sauron hier im Baumenü frei. Und ihr könnt hier sehen, kostet 7000. Der Unterschied ist, man kann sich, also ich kann es ja mal zeigen, mehrere holen. Und zwar so viele, wie man eigentlich möchte. Man braucht halt nur genug Rohstoffe. In meinem Fall sind das jetzt 7 Stück. Das ist ganz interessant, weil das funktioniert nirgendwo anders. Das funktioniert nur hier mit Sauron. Warum auch immer. Ist ein Bug, denke ich mal. Und ansonsten, ja genau. Klappt halt nur, klappt, ja. Bin noch relativ neu in Ederin. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon allgemein bekannt ist. Ob das schon allgemein bekannt ist und ob ich jetzt sozusagen nach über 10 Jahren oder so mich hier hinstelle und sage, oh, guck mal, was ich entdeckt habe. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jedem bekannt ist, schon seit Ewigkeiten. Ich habe es jedenfalls noch nicht so wirklich entdeckt. Also ich habe jetzt noch niemanden wirklich gesehen, der das mal so speziell behandelt hat. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich es mal. Kann ja sein. Oder kann ja auch sein, dass es vielen Leute oder dass es Leute gibt, die ebenfalls neu sind, die das eben auch noch nicht wissen. Ja. Und deswegen für diese Leute unter anderem, ja, mache ich auch dieses Video. Jetzt haben wir gleich hier den ersten. Und sobald der erste fertig ist, verschwindet sozusagen dieses Icon. Also dieser Bauplatz verschwindet, aber die Produktion läuft weiter. Ihr werdet dann schon sehen, was ich damit meine. Genau, jetzt ist hier der erste. Und was meine ich denn mit Angriffsanimationen abusen? Also ihr könnt seine Angriffe bis 3-mal hintereinander sehr schnell ausführen. Und damit natürlich den DPS extrem erhöhen. Zur Veranschaulichung sei erst einmal seine normale Angriffsgeschwindigkeit dargestellt. Anhand dieses Gehöfts hier. Eins. 2, 3. So, ich denke, war das jetzt deutlich? Ach, jetzt muss ich schon. Einen Moment. Komm mal her. Ja, die muss ich jetzt erstmal aber kurz umbringen, bevor ich das jetzt eindeutig erklären kann, weil die stört. Ja. Ihr werdet schon gesehen haben gerade, das war jetzt nicht eine normale Angriffsgeschwindigkeit, sondern ich habe die halt gestackt. Jetzt ist hier noch einer. Und hier ist der zweite gespawnt. Also, ihr seht, ne, Bauplatz ist weg, aber es geht einfach munter weiter. Ihr habt jetzt schon gesehen, wie ich gerade die Angriffsanimation 3-mal hintereinander schnell ausgeführt habe. Und jetzt will ich euch mal ein bisschen erklären, wie das funktioniert. Es ist im Prinzip relativ einfach. Sie
Das Einzige, was ihr braucht, ist das richtige Timing. Also ihr müsst rechtzeitig nochmal Rechtsklick drücken. Und zwar insgesamt zweimal nur schnell hintereinander. Also das erste Mal ist klar, wenn ihr ein Ziel priorisiert, dann drückt ihr einfach einmal normal Rechtsklick. Und kurz nachdem der erste Schlag ausgeführt worden ist, drückt ihr noch zweimal hintereinander schnell Rechtsklick. Also ich versuche euch das jetzt mal zu verdeutlichen, indem ich jetzt einfach sozusagen sage, was ich tue, beziehungsweise die Rechtsklick mitzähle. Also jetzt eins, ganz normal. Jetzt drücke ich erstmal nichts. Jetzt macht er gleich erstmal seine Animation. Okay, jetzt ist es gehofft weg. Ist nicht ganz so einfach. Also das Timing an sich, es dauert ein bisschen, bis ihr das raus habt. Jedenfalls war das bei mir so, bis ihr es halt dauerhaft machen könnt. Und wenn man es einmal raus hat, ist es relativ einfach. Jetzt muss ich das aber noch besser demonstrieren. Ja, ne? Also, 1, 2, 3, genau. 1, 2, so, hier haben wir nochmal genug Übungsmaterial, um das nochmal zu verdeutlichen. Komm mal her. Zwei, drei. So, das war ein ganz gutes Beispiel, denke ich. 2, 3. Genau, so, das ist im Prinzip, wie ihr es macht. Und ihr habt ja schon gesehen, das funktioniert nicht nur gegen Gebäude. Das funktioniert auch gegen Helden, beziehungsweise gegen Einheiten generell. Wobei, ich glaube, alle Einheiten sind ohnehin One-Hit. Außer Helden halt. Also erübrigt sich das irgendwie. Ja. Ich zeige euch das gleich nochmal auf einem anderen Spielstand, das werde ich kurz dann. Also ich werde den jetzt nicht bis zu 10 hochleveln. Ich habe genug Spielstände, wo der schon Level 10 ist. Und dann zeige ich euch mal, wie das Ganze auch aussieht, wenn diese Fähigkeit hier aktiviert ist. Die 10er, Wille des Rings. Er bekommt ja dann 50% mehr Geschwindigkeit. Und da zählt natürlich auch die Angriffsgeschwindigkeit zu. Aber erstmal. Ja, also ihr könnt halt auch, genau, ne, jetzt einfach mit 3 Saurons angreifen, beziehungsweise mit noch mehr, mit so vielen, wie ihr möchtet. Ihr müsst sie halt nur alle auf einmal produzieren, weil, ne, das Icon verschwindet danach, jetzt schon zum 100. Mal. Danach könnt ihr halt keine weiteren produzieren, also ihr könnt nur so viel produzieren, wie ihr in eine, ja, Warteschleife sozusagen gesetzt habt. So, jetzt will ich euch mal gleich nochmal kurz zeigen, wie das aussieht, wenn das mit alle, wenn das zum Beispiel 3, 4 oder also in diesem Fall halt 3 auf einmal machen, wenn die zuschlagen. Und man kann auch, ich habe es schon getestet, mit 3 gleichzeitig oder mit so vielen, ja, Saurons, wie man halt eigentlich hat, gleichzeitig angreifen. Oh Mann, der arme Kerl. Und die sind halt alle Level 1, ne? Ach, der ist sowieso nicht mehr wichtig. So, ich Beispiel hier. Warte. Dauerhaft rechtsklicken, bis alle in Position sind. Rechts, rechts. Und jetzt. Das ist so lächerlich. Der müsste so ohnehin One-Hit sein oder so. Nein, nicht ganz. Das ist schon sehr interessant. Jetzt muss ich das mal gegen die Zitadelle austesten. Alle bereit? Ja. Ich denke mal, jetzt ist es deutlich. Und wie gesagt, es funktioniert auch gegen Helden. Komm mal her. Es sei denn halt, sie fliegen weg. Alle 3 bitte? Okay. Ja.
Und dann sehe ich euch gleich wieder auf dem nächsten Spielstand. Da zeige ich euch dann mal, wie das alles aussieht, wenn man den auf Level 10 hat. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich bin kurz auf einen anderen Spielstand gewechselt, wo ich ihn jetzt schon auf Level 10 habe, weil spart Zeit und so. Jetzt ist, glaube ich, das Tor da aber zu. Dann machen wir es mal kurz auf. Ja, du kommst schon mal dahin. Wunderbar. So. Du verziehst dich jetzt mal hier. Und wenn die halt aktiviert ist, dann... Ja, wie gesagt, die Angriffsgeschwindigkeit erhöht sich und dann müsst ihr natürlich auch das Timing etwas anpassen, ne? Ihr müsst dann natürlich schneller rechts klicken. Und er verursacht hiermit auch Flächenschaden. Das heißt, ihr könnt hier auch bis zu 3 Gebäude auf einmal angreifen. Da muss man aber die perfekte Position haben. Es ist aber möglich, das habe ich selber schon erfahren. Also erstmal zeige ich euch nochmal die Animation ohne Abuse. Also einfach seid ihr jetzt seine normale Angriffsgeschwindigkeit mit der Fähigkeit. Schon stark, ne? So, und jetzt 3, komm mal her. Jetzt versuche ich die mal zu abusen. Perfekt. 2, 3. Also hier müsst ihr euer Timing natürlich anpassen. Muss etwas schneller werden. Jetzt ist die Fähigkeit wieder, ja, vorbei. Aber die lädt sich ja zum Glück hier sehr schnell auf, was auch absolut overpowered ist. Aber gut. Machen wir mal kurz die Bogenschützen weg. Und dann mache ich hier, glaube ich, den Rest platt. Und das versuche euch hier auch nochmal das Timing mit an die Hand zu geben. Es ist nicht wirklich schwer hier. Wenn man es einmal raus hat, ist es eigentlich ganz einfach. So, ist die Fähigkeit wieder wieder einsatzbereit? Ja. 2, 3. Also genau, Animation einmal laufen lassen. 2, 3. Ah, klappt nicht immer. Da habe ich gerade zum Beispiel zu früh. Also ihr dürft nicht zu früh rechtsklicken, aber auch nicht zu spät. So. Ja, das waren jetzt nicht die besten Beispiele. Versuche ich es nochmal hiermit. 2, 3. Nein, Mann! Ja, man kennt das natürlich. Der Vorführeffekt. Das habe ich wahrscheinlich auch gleich gewonnen. Oder haben die noch irgendwo einen Vorposten? Ansonsten muss ich gleich nochmal... Nee, okay. Scheint noch irgendwas zu haben. Ja. Also... Mann, das war der bekannte Vorführeffekt. Ich mache es jetzt besser. Versprochen. So. Natürlich ist dieses Gehöft so instabil, dass da 2 Schläge reichen. Ach ja. Ich mach's einfach nochmal. Ich schneide das jetzt und mach's nochmal. Bis gleich. Es gibt kein Leben. So, versuchen wir es jetzt nochmal. So, die normale Angriffsgeschwindigkeit, die habt ihr ja schon gesehen. Und wie gesagt, man kann auch mehrere Gebäude auf einmal angreifen, aber es funktioniert in Lagern besser, weil die da näher zusammen sind. Funktioniert in Festungen nicht so gut, aber klappt auch. Ich glaube, ich mache es erstmal ohne Zählen, das ist etwas einfacher. Ja.
Zwei, drei. Ich sehe dich. Zwei, drei. Ich sehe dich. Jetzt klappt's wesentlich besser. Zwei, drei. Ich sehe dich. Sehr schön. Das war, ich würde mal sagen, gutes Anschauungsmaterial. Ich denke mal, jetzt ist es eben klar. Und wie gesagt, Übung macht den Meister. Kann natürlich auch sein, wie gesagt, dass das alles schon längst bekannt ist, aber habe ich ja schon zum tausendmal erzählt. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Ich sehe dich. Also, ne, einmal durchlaufen lassen und dann zwei, drei. Ich sehe dich. Ja, das war's. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.